Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Call of Duty 1. Wir sind immer noch in der Mission, die Artilleriegeschütze, also das letzte noch zu zerstören. Ja, schauen wir, ob es uns diesmal gelingt. So, der guckt hier so um die Ecke. Spiel gespeichert. Sehr schön. Alles klar hier drüben? Jo. Ach ja, guck. Kurz den Ton ein bisschen leise machen. Ah ja. Ja. So. Der steht da hier oben. Zerstören. Neben ihm. Wahrscheinlich schon eine Frechheit. Ah, das war's schon. Tapferkeit bedeutet, sich schrecklich zu fürchten und trotzdem aufzusatteln. Nächster Level. Wenn wir das gewusst hätten, das hätten wir in der letzten Folge noch voll fertig spielen können. Naja, weiter geht's. Erstes Platoon herhören. Sergeant Moody schuldet mir 50 Mäuse, denn Operation Overlord war erfolgreich. Unsere britischen und kanadischen Freunde haben gute Arbeit geleistet. Abgesehen von Omaha verliefen die Landungen am Strand alle reibungslos. Die Luftunterstützung ging fast überall daneben, aber die Männer erfüllten zusammen fast alle Aufgaben der Luftstreitkräfte für den D-Day. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie alle. Wie Sie wissen, konnten Sergeant Moody und die Privates Alder und Martin durch die deutschen Linien brechen und das Hauptquartier benachrichtigen. Sonst hätte das Hauptquartier wohl keine Verstärkung geschickt, mit deren Hilfe wir Saint-Mère-Église halten konnten. Moody, Alder und Martin wurden beauftragt, eine deutsche Batterie beim Chateau Bricourt auszuschalten, wo sie mit einer Handvoll Männer einem ganzen Platoon der Deutschen gegenüberstanden. Offensichtlich sind unsere Leistungen nicht unbemerkt geblieben. Unsere Einheit wird vom Rest der 101. abgespalten, um einige Spezialeinsätze hinter den feindlichen Linien durchzuführen. Ich schlage vor, Sie polieren Ihr Deutsch auf, meine Herren. Genießen Sie Ihre Freizeit, solange es geht. Und es geht in die Bayerischen Alpen. Links ist ein MG42, rechts ein Wachhäuschen. Sie haben mich nicht gesehen. Hoffentlich. Captain Price und Major Ingram? Vielleicht in dem großen Haus die Straße hoch. Martin, Sie gehen vor und erledigen das 42er MG. Harding und Bugs, Sie kümmern sich um den Laster. Wir treffen uns vor dem Chateau. Alle anderen folgen Martin. Los! Los geht's! So sieht's aus. Und schon wieder ein lokales Feuergefecht. Boah, das ist die Bar. Die macht das MG klar. Und weiter geht's. Ja, hier versteckt er sich. Eieiei, ist das Ding brachial. Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Ein Schuss, ein Treffer. Wow. Doch kurz erschrocken. Naja, also geht's weiter. Mal kurz nachgeladen. Über Stock und über Stein. Oh! Leichtsinn. Mann, das Ding ist. Bleibst du jetzt wohl liegen? Oh why. Die Mission kann ich mich schon noch schwach erinnern.
Also die Missionen sind für mich quasi alle unbekannt, weil es einfach zu lange her ist. Also wie gesagt, ich schätze auf jeden Fall locker über 10 Jahre, dass ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Darum ist hier noch. Ja. Was haben wir denn eigentlich noch dabei? Die Thompson und die Bar. Schnelle Automatik. Ja, dann würde ich sagen, geht's hier in ein Haus rein. Sonst bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Aber. ja. Den alten Spielern ist es ja so, die Tür, die zu ist, die geht auch nicht auf. Sie sieht so gut aus. Guck dir mal das an. Da gehen die Grüße raus an den Herr Varis. Guck dir das mal an. So gut. So gut, von dem habt ihr es, ja. Sehr geil. Die Texturen, wirklich. Okay. Wo denn? Ach! Achso, der hatte Panzer. Und zurück. Ist immer dann leer, wenn sie nicht leer sein sollte. Oh nein, nein. Das war nichts. Scheiße. Alle Kriege sind Bürgerkriege, denn alle Menschen sind Brüder. Ja, da ist was Wahres dran. Okay, weiter geht's. Ah, jetzt komme ich. Oh, ja. Ich müsste mir angewöhnen, einfach mal öfters F5, also zum Schnellspeichern, ja, zu drücken, die F5-Taste drücken, weil da die Kontrollpunkte eigentlich nicht so sind, obwohl es geht eigentlich, nicht so sind wie in den neuen Games. Da hat er sich noch mal gestreckt. Jetzt aber. Komm und raus mit dir. Die Waffe ist so der Obershit. Die ist so der Kracher. Schon damals in Medal of Honor war die richtig gut. Medal of Honor, kennt das noch einer von euch? Wahnsinn. Auch cooles Spiel. Alien Assault und was es noch alles gab. So. Zeichen, wenn sie die Waffe fallen lassen, dass sie definitiv am Ende sind. Martin, gehen Sie rein, nehmen Sie alle Dokumente mit und stoßen Sie dann wieder zu uns. Sergeant Moody und ich suchen Price und Ingram. Alles klar, dann machen wir das. So. Na komm. Da. Würde ich sagen, machen wir das zu einem Art Spaziergang. Ja, das war mir doch fast klar, rechts oder links, also stehen sie wie bestellt und nicht abgeholt. Wo flog die Granate? Ah ja, unmittelbar neben mir. Keinen Schaden genommen. Auch nicht schlecht. Das hat er aber mir zugesetzt.
So ein Spaziergang wird es wohl doch nicht, oder? Und im letzten Zimmer. Im Schlafzimmer. Sind die gesuchten Dokumente. Aber Medipack. Ne, da haben wir noch genügend. Ah, hier waren wir schon? Ja. Da geht's wieder nach unten. Mann. Ja, auf normal ist es gar nicht so leicht. Also da fängst du dir doch schon die eine oder andere Kugel ein, die dann echt dir zu schaffen machen kann, auf jeden Fall. So, das ist doch hier auch so eine. Wo denn? Ach hier. Ich will wieder meine Karabiner haben. Dash. Ja, den haben wir. Scheiße! Da kommen ja immer nur Leute. Weiter. Gut. Das sind sie einfach. So, das sollte eigentlich auch mal so hier so ein Sanitätstäschlein zu sich nehmen. Das würde dem auch nicht schaden. So, jetzt geht's los. Den Hammer. Den haben wir. Na? Gut. Ja, es funktioniert so langsam. Es war anfangs ein bisschen verwirrend, weil da die Steuerung doch etwas anders ist von den Mausempfindlichkeiten, vom Handling, einfach vom Gameplay, von der Performance her. Also der Performance von dem war die Tür hier? Vom Gameplay einfach. Etwas anders. Gut. Da sind sie. Spiel gespeichert. Okay. Das ist auch so ein typischer Kontrollpunkt dann. Ach. Ich komme nicht rein. Ich glaube, ich spinne. Ey, guck dir mal mein Leben an. Oh, definitiv brauche ich jetzt ein ganz schnell, aber ganz schnell. Hier war doch nur eins. Hier. Wow. Das war ja richtig knapp. Oha. Jetzt bin ich allein unterwegs, oder wie? Scheiße. Oh. Und man hörte nur noch den Klang der Grillen. Oh, wow, wow. Ich brauche definitiv jetzt hier ein Verbandstäschlein. Das war klar. Hat's hier noch was, bitte? Ja. Okay, jetzt sind wir mal wieder etwas safe. Aber allein unterwegs ist doch schon ziemlich hart. Oh. Da
Ein Deutscher kommt selten allein. Heißt es dann hier? Ich habe deine Schritte gehört. Würde der nicht blinken, würde man nie auf die Idee kommen, an dem Adler zu drehen. Okay, also, wahrscheinlich die, zerstören sie die feindliche Kommunikationsanlage. Immer zu zweit. Diese Schlawiner. Gute Arbeit. Alles klar, wir gehen weiter. Wo kommt ihr jetzt her? Okay. Der Weinkeller. Puh, okay. Wir haben. Wie kann man hier? Ah, du kannst von beiden Seiten runter, okay. Na gut, dann geht's hier weiter. Da habe ich fast keine Munition mehr. Jetzt nicht aufgeben. Price und Ingram sind hinter dieser Tür. Zurücktreten. Wir jagen sie hoch. Dann gehen wir zurück, dass es uns wieder erwischt wie letztens. Ist auch brutal, oder? Der wartet einfach mit dem MG da auf uns. Das ist eigentlich wie Tontauben schießen. Na, benutzen brauchen wir es nicht. Wenn, dann würde ich es gern mitnehmen. Du liebe Güte, Amerikaner! Naja, hallo? Ich habe ihn gefunden. Sie haben mir einen Mordskrach gemacht, aber kein Problem. Ich kann schon noch gehen. Captain Price, Captain Foley. Wo ist Major Ingram? Sie haben ihn in ein Lager gebracht. Keine Sorge, ich weiß wohin. Na also. Medikits haben wir. Geht's jetzt wieder hoch oder wie? Ah ja, hier schon. Hallo. Ah ja, klar. Der bewegt sich nur. Ah, schade, da muss ich mich jetzt wahrscheinlich von meiner Bar verabschieden. Obwohl. Mann. Das ist Wahnsinn, wo die ja überall wieder rauskommt. Wir wechseln auf die MP40. Der Truck steht draußen, Sir. Gut. Helft Captain Price aus dem Fenster, er ist verletzt. Das machen wir doch mit Vergnügen. Na komm raus. Und ich darf nicht raus, oder wie? Sammeln wir
ihr uns. Wir hauen ab. Captain, was ist mit Major Ingram? Wir kümmern uns später um ihn. Jetzt rein da. Da haben wir's. Nächster Level. Okay, Martin. Wir sind jetzt bereit, das Tor zu rammen. Wir haben genau 10 Minuten nach Ihrem ersten Schuss, um die Sache durchzuzählen. Wenn wir länger brauchen, schickt man jemanden, der uns rettet. Sie erledigen die vorderen Wachen, vor allem die MG-Stellungen. Kein Problem. Wenn das Tor offen ist, bewegen Sie Ihren Hintern hinein und holen Sie den Major. Wir treffen uns beim Lastwagen. Alles klar. Dann machen wir uns mal auf den Weg als Scharfschütze. Eliminieren Sie die Wachen am Haupttor. Dann legen wir uns hin. Ich tue mich da ganz gerne auf. Ich halte mich da ganz gerne auf. Wie ich es am besten. Aber der am besten, auf jeden Fall, der hängt am MG. So. Na komm. Alle Mann auf ihre Posten. Ziel erfüllt. Finden Sie Major Ingram. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Die Zeit läuft. Ich hasse ja solche Zeitspiele. Hasse ich ja. Ja, der Feind ist da. Hurra, hurra, der Feind ist da. Ich schätze mal hier, weil ne, hier geht es nicht weiter. Alter, ja, die machen es. Yeah, läuft. Ganz logisch. Kriegst auch noch einen ab. Na. Hier noch. Na, hier bleiben. Darum. Feuer frei! Hierher! Ja, jetzt etwas ruhiger. Also von meiner Seite aus. Hast diese Zeitspiele. Brutal ist. Die sind ja schon weiter als ich. Effektivste einfach auf die Gegner zulaufen, finde ich jetzt irgendwie. Hey! Na klar. Na komm schon. Aber schnell jetzt. Wo gehen sie rein? Da rein. Na komm schon. Ich will euch jetzt hier nicht auch noch blockieren. Zurück zum Laster. War nicht schlechter als das, oder? Ich hab noch nicht mal eine Sanitätstasche geguckt, oder? Oder doch? Oh. Und weiter.
Ne, der bleibt liegen. So, da kommt nochmal ein Stoß, wenn das Spiel speichern kommt. Ja, guck. So, jetzt kriege ich hier aber nochmal richtig auf die Mütze. Ja, hier schnell. Haben wir den aufgenommen? Ja, da haben wir den Medipack. Haben wir aufgenommen. Ach du lieber Gott, oder? Ich habe jetzt tatsächlich nicht auf meine Munitionsvorräte geachtet. Ja, ich sehe nicht. Hier. Dann machen wir es eh mit der Pistole. Wo fliegen denn die Granate hin? Wieso bin ich so langsam? Achso. Okay. Hier ist der LKW. Tolle Leistung, Captain. Das haben Sie und Ihre Jungs gut gemacht. Wirklich gut. Na, selbstverständlich. Es ist besser auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.